Bernd Doppelwurf, Hallöchen und ja, hallo. Jetzt habe ich dreimal hallo gesagt, mehr oder weniger. In verschiedenen Varianten, ist ja auch vollkommen egal. Jetzt ist hier ein neues kleines Special-Projekt, würde ich jetzt mal ausdrücken. Nennen, sagen wollen, bezeichnen. Haha, Bertha. Denn, es kam ja mal so vor einiger Zeit der Wunsch auf, dass ich was spiele, wo ich auch hauptsächlich rede. Also über Zeug rede. Bei der Ideenfindung ist ich dann einfach, bin ich dann einfach auf den Gedanken gekommen, hey, ich könnte ja Digimon Masters Online spielen. Das Spiel, wofür man überhaupt keinen Grips braucht, wofür man keine Aufmerksamkeit braucht, was man einfach klickt und das war's. Schön, oder? Und da kann ich dann reden, so viel ich will, ohne mich irgendwie in irgendeiner Form ablenken zu lassen von irgendwelchen komischen bösen Hausmeister-Monstern, die einfach aus der Luft auftauchen und mich gegen die Wände schmeißen. Oder irgendwelche Viecher, die mich mit Elektrobällen beschießen. Oder Kung-Fu-Kängurus, die mit Feuerbällen auf mich schmeißen. Keine Ahnung. Hier kann es mir vollkommen egal sein. Es gibt aber einen Grund, warum ich das jetzt hier mache. Halloween. Nein, Halloween ist nicht der Grund. Der Grund ist nämlich, also normalerweise würde ich es ja nicht machen, wenn ich jetzt echt nur dazu reden würde. Das wäre mir dann auch persönlich zu motivationslos, zu ziellos, zu langweilig. Deswegen werde ich, während ich dieses Ganze aufziehe, werde ich mir Examon holen, das neue, eines der neuen Digimon, die ja jetzt hier mit dem Unternehmen, mit der Über und unter, ja, sind tolle Worte. Mit der über die. Was rede ich denn da gerade? Ich fange nochmal von vorne an. Ich wollte eine Examon holen. Examon ist neu im GDMO. Im koreanischen Digimon Masters Online kam es schon vor 1 bis 2 Jahren raus. Ich habe mich so gefreut. Leider kam es nie raus. Ich hatte die Hoffnung schon längst aufgegeben. Im August wurde ja dann das Unternehmen, das weltweite Digimon Masters geleitet hatte, übernommen von einer neuen, größeren Firma. Und durch die haben wir jetzt Examon gekriegt, was ich total toll finde. Und endlich habe ich ein schönes Ziel mir gesetzt, um mit euch zu reden. So, herrlich, ich hab's geschafft, da! Ich habe einen klaren, strukturierten Gedanken formulieren können, ohne dabei zu stottern, mir andere Wörter einfallen zu lassen oder erstmal nachzudenken oder lauter nur zu sagen. Also ich glaube zumindest, dass ich keine Ös gesagt habe. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich es getan haben sollte. Ja, wen seht ihr hier? Das bin ich. Jetzt fragen sich vielleicht der eine oder andere, wieso spielt er einen weiblichen Charakter? Wieso spielt er Mimi Tachikawa aus Digimon Adventure? Einfach, weil ich finde, in Online-Spielen finde ich es doof, einen Charakter zu wählen, der genau meinem Geschlecht entspricht. Das finde ich doof. Weil es soll ja auch so ein bisschen was Neuartiges sein, es soll ein neues Feeling bei rüberkommen. Deswegen spiele ich dann in Online-Spielen immer lieber Frauen. Oder Mädchen. Und ich hatte am Anfang Yoshino. Also aus Digimon Data Squad. Aber das, als da Mimi rauskam, das war einfach so ein Must-Have, zumal sie dann mehr oder weniger kostenlos war, indem man einfach nur einen ganzen Monat online war, diese Münzen gesammelt hat und dann hatte man Mimi. Was ich total toll fand. Und ja. Ich finde sie auch vom Optischen her schöner und, er hatte vorher auch schöne Skills, aber die wurden jetzt mit dem letzten Update auch überschrieben, was ich ein bisschen schade finde. Er hatte ja vorher so einen Friedensskill, womit sie nicht angegriffen werden konnte und einen Skill, mit dem ich von überall aus meine ganze Digimon-Datenbank abrufen konnte und austauschen konnte. Das war total praktisch, aber darauf muss ich jetzt leider verzichten. Ich habe ja zum Glück 3 Slots frei zum Mitnehmen einfach. Das andere, was ihr hier seht, ist Elecmon. Ein Digimon halt, auch aus Digimon Adventure, kennen vielleicht einige, ist digitiert zu Leomon, Pangeamon und Saber Leomon
Und schließlich zu Bancho Leomon, im Deutschen auch bekannt als Bantio. Leomon. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist mein Haupt-Digimon. Ich find's total knuffig. Es war auch das erste, was ich mir damals geholt hatte, holen konnte. Ich spiele Digimon Masters nämlich schon seit der Open Beta. Seit es damals, wann war das? 2010? War das 2010? Als es noch in der Open Beta war, hatte ich es gespielt, wo vielleicht nur 5 bis 10 Digimon waren, die man sich wirklich dazu holen konnte, neben dem Partner-Digimon vom Anfang her. Und Elecmon war wirklich das erste, was ich mir geholt hatte. Ich hatte Glück gehabt, es waren 4er und bin heute wunschlos glücklich damit. Einfach weil auch Löwe halt so schön tierisch und schön. Ja. Genau. Das erste, was ich jetzt machen werde, um mir meinen Examon zu holen. Ziel des Let's Plays wird hier, wie gesagt, sein Examon zu holen. Und ich fange damit an. Ich brauche ja beide Dracomons, grün und blau, auf 41. Ich habe im Moment jetzt mein grünes Dracomon dabei, auf Level 19. Glaube ich. Ja, genau. Es war Level 19. Bis Mega-Level hatte ich schon freigeschaltet gehabt. Für den Fall schon, ich glaube, ich habe schon beide Dracomon so ein Jahr lang in meiner Datenbank drinne, aber immer in der Hoffnung gehabt, Examon kommt doch bestimmt irgendwann raus, da muss ich schon mal beide haben. Ich habe auch schon in der Zeit echt alles freigeschaltet bei denen, aber es hat mich einfach so aufgeregt und frustriert, dass es nie kam. Deswegen hatte ich auch keine Lust, die beiden zu leveln, weil ich dann dachte irgendwann, ach, es kommt sowieso nicht mehr. Warum soll ich mir die Mühe machen? Dracomon Grün werde ich jetzt als erstes leveln auf 41. Ihr werdet mich begleiten, hoffentlich. Ich werde versuchen, so viel Schwachsinn wie möglich zu reden, das, was mir gerade einfällt. Und ja, wenn sich jemand fragt wegen der 125%, es gab ja mit dem letzten Update so ein schönes Item, sag ich mal. Item, wo ist es denn? Hier, die Wachstumsfrucht, die Regenbogenswachstumsfrucht. Davon habe ich mir mal eine geholt. Ich war mal so frei, weil beide Dracomon waren bei mir Level 3 und ich will ja, wenn dann schon, dass mein Examon irgendwie auch schon was kann. Deswegen wollte ich mindestens ein Dracomon auf Level 5 haben oder wenigstens auf Level 4. Damit ich mich an meinem Examon wenigstens erfreuen kann. Ich will mein Examon leben. Was tut man nicht alles für sein Lieblings-Digimon? Eines seiner Lieblings-Digimon. Yeah! Gut. Wir sind jetzt in der Center. Ich weiß gar nicht, wo ich hin sollte am besten. Lasst mich kurz überlegen. Ich würde jetzt irgendwo Western Village fahren. Gehen. Bin ich denn jetzt hier? Das sind da. Nein, da will ich gar nicht hin. Ich will in die Digi-Welt gucken. Eis ist, glaube ich, noch ein bisschen zu stark. Wie gesagt, ich würde hier hingehen. Wind Valley. Was haben die denn hier so für Level? Ich weiß es nicht. 29. Ach ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das Dracomon, das ich jetzt habe, ist was für ein Typus? Es ist Typus Datei. Das heißt, ich muss gegen Serum, die man dagegen kämpfen. Okay. Gut, dann machen wir das. Moment, habe ich zufällig gerade einen Jump Booster dabei? Nein, habe ich nicht. Habe ich vielleicht noch einen Jump Booster da in meinem Lagerhaus? Habe ich. Oder habe ich nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe sehr viel. Mal schauen. Lysia, Yokohama, Western Village. Da habe ich sogar noch 18 Stück von. Dann nehmen wir uns doch einfach mal einen davon. Wir wollen nach Wilderness Area. Ich glaube, das ist das mit den... Genau. Das ist das hier. Wo ich damals mein Magga-Ogamon aufgelevelt hatte. Ich kann mich noch erinnern. Ja, dunkel war's. Lang ist's sehr.
Es hat sich nichts geändert. Das ist immer noch so fürchterlich. Das Schöne ist aber, mit dem neuen Laptop kann ich auch jetzt die volle Grafik von dem Spiel genießen. Also ich hatte vorher die Wettereffekte in Schatten aus und alles auf niedrigster Stufe und jetzt so sieht es eigentlich ein bisschen netter aus. So, die Boamon sind Level 24, ich bin Level 19. Dann probieren wir es einfach mal. Moment, die sind Datei, die Renamon sind auch Datei. Da hinten waren Devimon, die sind natürlich Virus. Oder waren die hier? Oh Gott, ich weiß es nicht. Habe ich noch eine Aura? Ah. Ach, das war doof. Ich glaube, das Dorf war hier hinten. Dann gehe ich erstmal zu dem Dorf hin und hole mir schnell eine Aura. Damit ich nicht so viel Itemverbrauch habe. Denn, wie ihr vielleicht gesehen habt, kratze ich gerade auf dem Grund meines digitalen Portemonnaies. Ich habe de facto kein Geld mehr. Ich weiß nicht, wo das ganze Geld geblieben ist. Ich hatte mal eine ganze lange Zeit nicht gespielt und ich habe keine Ahnung, was ich davor mit dem Geld gemacht habe. Oh Gott. Das ist... Normalerweise kann ich relativ gut mit Geld umgehen, würde ich sagen. Ich sage mal, lieber habe ich das Bar in der Hand, als es die immer nur so mit der Karte zu bezahlen. Weil dann wenn ich es Bar habe, dann weiß ich auch, ich gebe etwas weg. Ich verliere etwas. Als statt, ich stecke nur ein Stück Plastik in ein größeres Stück Plastik und dann wird mir einfach nur eine Zahl abgezogen, die irgendwo in der Luft schwebt. Was willst du von mir? Ich habe dich schon von... Was? Nein, nicht wieder da durchlaufen. Ach Gott. Genau, also ich stecke das kleine Stück Plastik in das große Stück Plastik und dann wird irgendwas abgezogen. Wie im Monopoly. Und das bringt mich nicht weiter. Das ist so ein komisches Gefühl. Das ist nur ein Digi-Ei. Haben wir hier kein Lagerhaus? Nein. Ach, nö. Moment, hab ich echt keine dabei. Mein jetzt. Wo kriege ich eine her? Ach, egal. Dann, Moment, wo laufe ich lang? Moment. Nein, das ist doch gar nicht richtig. Wo laufe ich denn lang? Oder? Nein, ich kam von da unten. Ach Gott, ich bin doof. Ja, ich kann vielleicht mit Geld umgehen, aber meine Orientierung sind gleich dem einer Kuh auf der Weide. Gott. Selbst wenn ich eine Karte habe, verlaufe ich mich und komme gerade noch so pünktlich zu dem, wo ich eigentlich hin wollte. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo in einer neuen Stadt bin, war zum Beispiel jetzt eine Berufsschule, war im Sommer die Zeugnisausgabe in Mainz. Nee, nicht in Mainz, in Darmstadt, weil wir uns da was angeguckt hatten. Im Museum. Total spannend. Ich hätte lieber eine Zeugnisausgabe in der Schule gehabt, aber naja, man kann ja nicht alles haben. Ja, genau, kämpfen wir jetzt einfach gegen... Nein, die sind Virus. Voilà. Dann kämpfen wir doch gegen die Bormon, da haben wir wenigstens etwas. Ja, da war das ja so im Sommer... Sind wir nach Darmstadt gefahren? Ich wohne ja hier eigentlich in Frankfurt. Und was soll ich sagen? War das erste Mal da in Darmstadt, musste dann dieses Museum suchen. Ich war eigentlich eine Stunde vorher da, hatte so gedacht: Oh ja, Google Maps sagt ja, gut, das dauert nur 20 Minuten. Fußweg. Denk mir so: Okay. Ich war kurz vor knapp da. Ich habe über eine Stunde gebraucht. Aber ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft, dass die Lehrer sich nicht da irgendwie Sorgen machen muss. Ah, das war so... Das ist aber auch immer so. Immer wenn ich irgendwo neu bin, selbst wenn ich eine Karte habe, selbst wenn ich ein Navi dabei habe auf dem Handy, ich verlaufe mich erstmal kackendreist. Selbst wenn ich mir die Karte auf Papier male vorher zu Hause, dann verlaufe ich mich kackendreist. Das ist doch fürchterlich. Ach so, oh, wir haben schon wieder 15 Minuten gleich. Gut, wir haben jetzt schon mal angefangen und ich denke, wir werden dann im nächsten Part weitermachen. Moin, grüß dich, bye bye. Morgens halb 10 in der Digi-Welt.